Teleskop. Ein Teleskop. Oh, das ist aber ein großes Teleskop. Aber manche Kinder haben ja auch Bock auf sowas, ne? Gibt's ja auch so Kinder, die auch mal so ein bisschen was Intelligenteres machen in ihrer Freizeit. Nicht nur Computerspiele. Es war ein Witz, es war ein Witz. Bitte, bitte steinigt mich nicht. Es war nur ein Witz. Ein dummer Witz. Ich gebe es ja zu. Aber ein Witz. Ich kann hier nichts in die das blöde Family-Inventar schmeißen. Found Keys. Dann schmeißen wir es halt weg und machen hierhin mal so ein. Okay. Was könnte man denn hier? Hier haben wir. Man könnte ja auch mal Bälle oder sowas verkaufen. Oder hier, ach so, ein Straßenkunstset haben wir ja schon da. Das verkaufen wir hier ja schon auf dem Boden. Ist eigentlich auch nicht so schön. Vielleicht könnte man mal diese Sachen hier oben so ein bisschen mehr drapieren. Ach so, das geht aber ja nicht. Auch schön. Was kann man denn da oben drauf bitte stellen? Eine Eismaschine? Nö. Nein. Das geht nicht. Man kann nicht alles auf diese Ständer draufstellen. Das ist auch so ein bisschen was, was ich mal monieren würde. Das hier will ich halt, den Frickelbastler. Da will ich aber hier mal richtig anbauen. Und dann gibt es den Frickelbastler. Dann kann die Lotte hier selbst Spielzeug herstellen. Jawohl. Wieso kann das eigentlich hier auch nicht oben drauf stehen? Das ist doch alles nicht so cool. Ich will das eigentlich gerne hier oben drauf halt einfach haben. Und das geht aber nicht. Es ging wahrscheinlich vielleicht hier. Wenn ich hier mal. Oh, da muss ich aber jetzt irgendwas wegtun. Wie wäre es denn mal mit einem der Pferde vielleicht einfach? Auch nur jetzt mal so probehalber. Ach so, da kann das auch nicht hoch. Sehr geil. Sehr geil. Geht gar nicht. Komm, dann stellen wir es halt hier zu. Oder hier zu. So, eine Spielruhe kann man ja auch mal verkaufen. Das ist doch alles Kacke. Also ich finde es echt ein bisschen uncool. Uncool. Kinder. Kinder, Kinder. Es gibt einen neuen Hochstuhl. Haben wir irgendwo sowas wie einen Weihnachtsbär? Frosty, der Schneebär. Kann der da hoch? Ach komm. Das macht doch keinen Spaß so. Machen mal die da mal weg. Machen da mal Frosty den Schneebären hin. Ah ne, hier ist der Weihnachtsbär, guck. Sankt Bernhard. Auch süß. Sankt Bernhard. Ich würde gerne hier, aber dann muss ich hier, wisse, ich finde es ein bisschen blöd, dass man nichts ins Familieninventory tun kann. Vielleicht kann ich das hier so ein bisschen hier. Ich würde so gerne hier und da. Und überhaupt und tralala. Oh, das ist ja ein langer Teppich. Ein Teppichometer. Ich wollte eigentlich so einen kleinen da. Für hier dran und noch einen kleinen für hier dran. Dann kann man nämlich hier viel agiler bauen, wisse. Und darauf, die Folge ist voll lang schon rum, sehe ich gerade. Haben wir noch einen Gruselteddy. Imaginärer Freund, ein Djinn. Ein Promi der Valentinsbär. Wer bist denn du? Kuschelknochen. Oh nein, der ist aber auch süß, der Kuschelknochen. Solche Teddybären will ich mal verkaufen hier. Und den da, das ist der Meerjungbär. Gruseltierfee soll das sein. Ach so, ist gar kein Meerjungbär. Robo-Robo-Robo-Bärbutter. Oh nein, hier, den finde ich halt einfach auch ziemlich geil. Den Graf da. Grafzahl. Ja, aber jetzt haben wir immer noch nichts für da oben drauf. So, da wird es ja spannend, der jetzt. Ja, auch irgendwas da oben drauf tun. Nur was? Nur was? 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 Was ist das? Eckiger Teppichboden der Natur. Okay. Kleine prismische Bodenplatte. Okay. Hydroteppich. Okay. Was da jetzt alles gibt, da habe ich noch gar nicht so reingeguckt. Muss ich jetzt mal einfach gestehen. Ich wollte so viele Sachen machen eigentlich, wenn das rauskommt, das neue Add-on. Und habe es irgendwie gar nicht gebacken gekriegt. Gar nicht gebacken gekriegt. Ich glaube, diese Folge kriegt ein bisschen Überlänge, weil ich hier nur am Bauen bin. Das war eigentlich gar nicht so der Plan. So gerade auch jetzt so. Weil ich eigentlich jetzt auch gerade gar keine Zeit habe. So im Real Life. Und die Lotte hat ja sowieso nie Zeit. Komm, wir verkaufen hier mal ein paar Bücher noch.
Dieses Pony hier, haben wir das schon irgendwo zum Verkauf? Glaub nicht. Ein paar Bücher könnte man halt auch wirklich mal verkaufen, so. Hier sind noch mehr. Komm, das machen wir jetzt mal. Gibt's hier mal Bücher? Bücherkrabbelkiste sozusagen. Und da kann man dann sonst auch nichts mehr draufstellen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal mit neuen Sachen hier fürs Geschäft. Das Geschäft läuft gut. Ach, so ein Häschen haben wir hier ja schon. Aber nur im Schaufenster. Weil hier kam irgendwie gerade gar niemand mehr. Jetzt haben wir ein bisschen neue Sachen. Vielleicht kommen dann jetzt auch mal wieder ein paar Leute. Vielleicht muss man auch einfach mal wieder ein Aktionsangebot festlegen. Vielleicht jetzt gerade mal für Snowboards. Alle verkäuflichen Objekte im Raum. Dieses Objekt machen wir da mal 40% Rabatt auf Snowboards. Ja, so. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Und dann machen wir hier mal noch vielleicht auf Weihnachtsbären. Angebotspreis, dieses Objekt machen wir mal 50%. Ach so, jetzt gibt's auf den. Das ist auch gut. Halloween ist ja gerade vorbei, dann braucht dieser Gruselbär da halt, kriegt er halt mal 50%. Und da versuchen wir jetzt mal wieder ein bisschen Leute hierher zu locken, ihr Lieben. Was mache ich denn jetzt? Jetzt haben wir hier irgendwie, ich glaube, ich nehme jetzt einfach noch halt die nächste Folge zu Ende auf und mache dann doch keine mit Überlänge. Ach, keine Ahnung, du, das muss ich dann ganz spontan entscheiden. Gucken jetzt erstmal, wo die Lotte eigentlich abhängt. Ach, die ist hier immer noch. Die bräuchte mal ein bisschen hygienische Unterstützung. Wer bist du? Was bist du für ein steiles Gerät? Ich hatte noch was, wollte noch was machen eigentlich. Hab's jetzt aber echt vergessen. Ich wollte auf jeden Fall dem Derek sagen, dass nichts mehr läuft. Und wollte dann noch was machen. Naja, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Wir haben einen neuen Job. Ist auch irgendwie verwirrend. Emsige Künstlerin. Ist die Lotte schon alles wahr? Liebe und Friedensschule, dann Qualitätsprüferin, dann Fiolenspülerin und jetzt ist sie hier Bums. Emsige Künstlerin. Eigentlich ist es voll steht gar nicht, ne? Naja. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Der steht hier immer noch an der Ecke. Was auch immer der da macht. Hat wohl Spaß. Dann sollten wir mal den Matthew auch mal wieder einladen. Auf jeden Fall. Der muss ja vielleicht dann auch mal gesteckt kriegen, dass er Papa wird. Wir könnten auch mal hier unsere Lämpchen einschalten einfach. Ist ja noch nicht so lange rum, Halloween. Was hat das Pferd? Was hat das Pferd für ein Problem? In Panik! Der Zustand von Endorphine lässt sich nicht länger nur mit verängstigt beschreiben. Jemand sollte wirklich versuchen, sie ein bisschen zu beruhigen. Wegen Blitzeinschlag. Oha! Endorphinchen scheißt sich gerade ins Hemd. Wo ist er denn? Pferd? Pferd, du musst nicht erschreckt sein. Lotte? Kannst du dein Pferd mal sagen? Das ist ja gar nicht dein Pferd, aber könntest du ihm trotzdem bitte mal sagen, dass es alles nicht so schlimm ist? Wie kann man sie denn beruhigen? Oder kann das die Lotte gar nicht? Kann das nur sie? Pferd führen, bitte zu posieren, aufsetzen, Zuneigung. Nö, kann sie jetzt auch nicht so besonders viel machen. Na, da wird sich das Pferd wohl alleine beruhigen müssen. Ach, Lotte, doch nicht im Regen. Geh mal duschen. Geh mal duschen und dann auf jeden Fall das Futter von Stanley mal nachfüllen. Der arme Stanley. Aber sauber machen muss man ihn nicht. Ach, das hat die Putzfrau gemacht. Guck mal, die Putzfrau hat uns hier schön aufgeräumt, mehr oder weniger. Hier liegt zwar noch Wäsche. Es könnte mal wieder jemand Wäsche waschen. Und mir hatte ja jemand gesagt, man kann bei freundlich... Ach, ich muss den erst begrüßen. Das ist doch mein Mitbewohner. Ich kapiere das manchmal nicht so richtig hier. Wir sollten unten vielleicht mal noch ein Klo aufbauen. Die Lotte könnte mal Wäsche waschen. Dann gucken wir mal, was die Martha so treibt. Die ist nämlich jetzt hier, Pause, hier draußen mit dem Tübi da. Die findet die den heiß? Ach, die findet den gar nicht geil. Fand die den nicht mal geil? Tollen ausländischen Film gesehen.
Was steht denn da? Manche Filme verfügen über das perfekte Gleichgewicht zwischen tollen Dialogen, einnehmenden Charakteren und fesselnden Schauplätzen. Mata ist in kinobedingter Ekstase. Sehr geil. Romantisch. Oh, was wir auch noch machen müssen. Wir fragen den erstmal, ob er überhaupt ein Single ist. Fällt mir gerade ein, die Mata, wenn hier nicht mehr so scheiß Wetter ist, müsste die mal tauchen gehen. Ich habe hier einen Tauchrutschstuhl gebaut. Ja, guten Tag. Hast du eigentlich eine Rolle so, weil du mich hier so einlädst und so? Nee, natürlich habe ich keine Rolle, wenn ich dich hier so einlade und so. Ist doch ganz klar. Dann macht die Mada jetzt hier ein bisschen romantisch. Was könnten die beiden denn mal noch machen? Es ist halt so scheiß Wetter. Was kann man denn bei diesem scheiß Wetter machen? Ich könnte ihn mal nach seiner Karriere fragen. Ein bisschen Blabla. Der eigentliche Ach, das nervt mich mit dem eigentlichen Verkäufer. Mata Leute erfahren, dass Franklin Stone im Chat Schütze geboren ist. Das ist heißt, compatible. Mata von uns meine Erfahrung, aber es mag keine Kinder. Kennen wir das nicht irgendwoher? Jetzt haben sie irgendwie, hat was nicht funktioniert. Okay, ist ja auch egal. Dann hat's halt nicht funktioniert. Die Mata ist natürlich Pferdenarin und könnte hier mit ihm mal in die Reitsportveranstaltung gehen. Aber die ist schweineteuer, Leute. Wir haben gerade schon so ein bisschen Geld ausgegeben. Ich würde die mal zum Essen schicken halt. Mehr so. Hier ins schicke Restaurant. Können sie sich schon mal Drinks holen. Mit Verabredung hier mal trinken für 20 Simoleons. Ist ja auch teuer. Was denn jetzt? Wieso machen die das jetzt? Ach, der macht gerade hier Verabredung Ende, oder was? Was geht denn ab? Blumen bekommen. Oder auch nicht? Geistergeschichte erzählen. Ach, komm schon. Das ist doch nichts, was man hier jetzt macht. Beim Date eine Geistergeschichte erzählen. Und euch doch mal so einen scheiß Drink. Nicht alleine mit deinem verkackten Kackdate. Auf der Terrasse essen. Nach Tauchjob suchen. Nein, nicht alleine essen. Wieso geht der denn nicht mit, der Penner? Sehr schöner Kacke. Schöner Kacke. Gibt's hier eigentlich auch so ein kleines? Also hier. Schnell oder frisch? Imbiss. Wir essen. Alleine. Okay. Wisst ihr was? Macht, was ihr wollt. Wenn ihr euch nicht daran halten wollt, was ich euch sage, dann macht doch einfach, was ihr wollt. Menno. Geht da hier ein bisschen feiern. Grundstück kaufen. Warum kann ich das Grundstück nicht mit der Gruppe besuchen? Macht, was ihr wollt. Ist mir scheißegal. Ich gehe zur Lotte. Die Lotte will auf das Tier reagieren. Hat die Wäsche gewaschen? Du sollst eigentlich Wäsche waschen, Lotte. Eigentlich war mir das jetzt mal recht wichtig, dass hier mal jemand Wäsche wäscht. Es regnet nicht mehr, offensichtlich. Es hat aufgehört zu regnen. Lotte ist peinlich berührt. Wahrscheinlich ist der andere von unten aufs Klo. Der musste ja irgendwie aufs Klo und die Lotte war duschen. Kannst du mal aufstehen? Mach mal hier mit Hund und so. Waschen geben. Dann muss die Kurzkröte mal wieder was lernen. Trick beibringen. Pflege. Man könnte die Kröte auch mal wieder bürsten. Spaziergang hat sie auch schon lange keinen mehr gemacht. Wie geht's dir denn eigentlich? Die muss auch mal pinkeln. Oh, gerade hat mir die Stimme verschlagen. Die muss auch mal pinkeln demnächst irgendwann. Sozial auch und so. Wenn sich die Lotte hier mal wieder ein bisschen kümmert um den Wunsch. Der hat doch aber auch schon mal einen Tricks gelernt. Kann man der nicht auch sagen, dass sie jetzt mal Sitz machen soll oder sowas? Jagen. Spielen. Trick beibringen. Zuneigung. Bauchkauen, umarmen, streichen, spazieren, reden mit den Händchen. Befehlen, Haus zu bewachen. Ich muss mal kurz Pause machen. Heißt man Fell anpassen, Jagen beibringen, Spaziergang mit Zieltier hochnehmen, freundlich. Die konnte doch schon einen Trick. Wir haben der doch schon einen Trick beigebracht. Hä? Die konnte doch schon Sitz, oder nicht? Okay, Quiggle. Jetzt soll sie Platz lernen. Als sie das Grab öffnete, war es bis auf eine einzelne frische Rose vollkommen leer. Moment mal, was geht denn hier ab? Wo sind die denn? Oh, die Mada hört Mucke und liest ein Buch, oder was? Oh. Aber du hast doch ein Date. Jetzt kriegt sie Blümchen, jetzt wird sie ja doch ein bisschen datiger.
Das ist aber nett von dir. Herzlichen Dank. Noble Crab. Die Blumen gekriegt. Arg. Aber er will einfach nicht irgendwie nett mit ihr werden. Er wollte mit ihr... Aber er will ihr immer Blumen schenken. Na gut. Jetzt will sie aber auch nicht mehr, du Idiot. Du kannst mich mal und so. Machen wir mal ein bisschen plaudern. Vielleicht mal zwischendurch ein bisschen, ne? Es hat gehagelt. Ich finde hier die Poster übrigens ziemlich geil, die hier so rumhängen. Oh, und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Wir werden jetzt hier mal ein Pöschen. Ich mache jetzt mal ein Aufnahmepäuschen. Es ist Montagmorgen gerade. Es ist irgendwie gerade... Eigentlich muss ich dann noch so Sachen machen und so. Deshalb machen wir jetzt mal Aufnahmepause. Wir haben genau wieder eigentlich fast gar nichts geschafft. Doch, Flitzekack. Wir haben dem Derek gesagt, dass wir keine feste Dings und so mit ihm und dass wir einen anderen und so und die Lotte, ihr war es mal schlecht. Aber so richtig schwanger ist sie jetzt noch nicht. Gut, das ist auch noch nicht mal der erste Tag irgendwie gerade. Der dauert voll lang. Wir legen uns jetzt mal ins Bett. Ich denke, morgen wird sie dann ein Bäuchchen kriegen. Gut, Kröte. Fein machst du das. Und dann schauen wir mal weiter. Ich mach mal Pause und sag bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Eure Penetika. Ciao.